Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns drei Trailer und Teaser zu den upcoming Assassin's Creed Spielen an, die ja gestern auf dem Ubisoft Forward Showcase am 10.09. vorgestellt wurden. Da kam ja wirklich eine sehr große Menge auf uns zu, was Assassin's Creed betrifft. Ich selber habe jetzt bloß einmal den ersten Teil angespielt, aber da kam ich mit der Steuerung nicht ganz rein. Und dann noch Assassin's Creed Origins einige Stunden. Und das hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns doch gleich mal einfach den Trailer an und let's go. Hier haben wir jetzt nun den Cinematic World Premiere Trailer, der gestern gezeigt wurde. Also von daher noch nicht die Spielegrafik. Und ich würde sagen, let's go. Peggy 18. Basem, Abneas Hawk. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. A Ubisoft Original. Ich weiß, dass der Protagonist aus diesem Trailer hier schon mal in einem anderen Spiel vorkam. Da kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Aber es sieht ziemlich gut aus, finde ich. Wie man sieht, möchte man auch wieder back to the roots gehen. Und wieder mehr in Richtung Assassine. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Weil das ja schon ein bisschen so Assassin's Creed ausmacht. Als ich den Trailer gestern gesehen habe, war ich wirklich manchmal hin und her gerissen, ob das jetzt wirklich grafisch animiert ist oder irgendwie von echten Leuten gespielt ist, weil es schon ziemlich sehr gut aussieht. Aber ist ja auch ein Cinematic Trailer. Aber wenn so die Grafik im Spiel aussehen wird, dann gut ab. You will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Nice. Ich glaube, das ganze spielt dann in Indien. From the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Nice. Never compromise the brotherhood. Sehr geiler Trailer. Hat was von den ersten Assassin's Creed Spielen, oder wie gesagt, Back to the Roots und auch so Assassin's Creed Origins mäßig von der Landschaft und Umgebung her. You are a hidden one. Nice one, Assassin's Creed Mirage. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. So, nächstes Jahr rauskommen. 2023. Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Nice. Ja, die Assassin's Creed Spiele sind halt schon was, was man eigentlich spielen müsste. Und ich weiß, ich habe die meisten Spiele auf dem Pile of Shame. Ich sollte die noch spielen, aber es wurde ja auch so ein bisschen angeteasert, dass vielleicht ein Remake des ersten Teils kommen soll. Von daher warte ich wahrscheinlich noch ab, bis das wirklich dann passieren wird und
den dann spielen werde. Assassin's Creed Origins und Valhalla und Odyssey sind Spiele, die ja nicht ganz so in diese klassische Assassin's Creed Reihe reinpassen. Von daher könnte ich die mal anfangen oder ja, weiterspielen. Origins habe ich auf der Xbox damals gespielt. Fand ich ziemlich cool. Und ja, daher werde ich das sicherlich noch nachholen. Genau. Der Trailer verspricht ziemlich viel, finde ich. Sieht sehr gut aus. Schönes Setting. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch die anderen zwei Teaser an zu den zukünftigen Assassin's Creed Spielen. So, dazu habe ich jetzt halt hier einfach mal die Präsentation von gestern aufgeschaltet, da es diese Teaser leider nicht als einzelne Videos gibt. Aber es sollte ja trotzdem gehen. Was ja wirklich sehr oft gewünscht wurde, ist Japan-China-Region. Und hier haben wir es jetzt nun. Assassin's Creed Codename Red. Das Ganze wird dann in Japan spielen. Die anderen zwei hier erzählen gleich noch etwas dazu. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal laufen. Auf so ein Setting bin ich auch wirklich sehr gespannt. Wow. I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is Codename Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they'll live a very powerful shinobi fantasy. I mean, people have been waiting for this. Solche asiatischen Settings sind sowieso immer nice, finde ich. It's amazing. Which is good. And dass das einfach viel zu selten gibt. You're teasing me with it. I very much want that. You mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, yeah. Who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Es hat schon ziemlich viel, was die gestern announced haben. Was wirklich auch sehr nice ist. Das sah auch wirklich sehr spannend aus. Man spekuliert, dass das Ganze in Europa, Deutschland spielen wird. Wegen den Namen, den es trägt. Assassin's Creed Codename Hexe. Hexenverbrennung. So in dieser Zeit wahrscheinlich. Möglicherweise. Und Hexe, das Wort Hexe. Deutsches Wort. Who knows? Wäre auf jeden Fall auch ein interessantes Setting. Well, the surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is Codename Hexe. And I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely. And work out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago, there was Codename Infinity. Where are we with that? Well, that's a great question, Danny. And I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. Is going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So are you saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub das that will unite all our different experiences and our aber players ich nicht ganz verstanden, wie das genau funktionieren soll. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating
how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point, because you've all been very, very busy. So, thanks, Mac. Da ich jetzt nicht so der Multiplayer-Spiel bin, interessiert mich das Ganze jetzt hier nicht ganz so viel. Aber irgendwie ist das ja doch dann nicht unbedingt ganz so Multiplayer. Ich habe da nicht ganz durchgeblickt, wie das Infinity-Netzwerk funktionieren soll. Aber wie gesagt, sehr interessante Vorstellungen und Ankündigungen, was hier Ubisoft macht oder gemacht hat. Unter anderem sind ja auch noch eine Netflix-Serie in Planung oder in der Mache schon. Und zwei Spiele, also ein Spiel für Android und iOS und dann auch noch ein Spiel für Netflix Games. Also, die haben rausgeballert wie keine Ahnung was. Sieht als sehr interessant aus, abgesehen von den Mobile Games, Netflix Games und so. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von Assassin's Creed. Finde ich nice auch das Remake, da hätte ich jetzt gerne noch was dazu gehört. Gab jetzt hier allerdings keine weiteren Infos dazu. Da heißt es wohl einfach warten und hoffen. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's dann für diese Folge. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.